Peace, Freunde, was geht ab? Jenks wieder mal am Start zu einem weiteren Video. Heute ein Stadion-Vlog. Ich halte mich ganz kurz, weil ich habe ganz wenig Zeit. Ich muss gleich direkt los. St. Pauli gegen HSV, das Derby. Ihr wisst ja, ich komme aus Hamburg, deswegen heute Derby-Time, HSV gegen Pauli. Lasst dafür auf jeden Fall ein Like, wenn ihr Stadion-Vlogs feiert, dann kommt das in nächster Zeit auf jeden Fall öfter. Versucht mal einfach 1500 Likes, Leute. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Wir sind kurz vor 50.000. Ich würde sagen, Leute, gar nicht viel schnacken. Wir gehen direkt los. Wir gehen mit Wakes gucken und noch mit einem Kollegen. Also, das wird auf jeden Fall lustig. Und Leute, hatet mich nicht. Das ist mein erster Stadion-Vlog. Ich habe gar keine Ahnung, wie man sowas irgendwie macht. Deswegen, ich gebe mein Bestes, aber falls es nicht so cool ist wie bei anderen, ich bin noch ungeübt, bin noch kein Profi davon. Kurzer Outfit-Check. So Leute, wir warten jetzt hier auf die Bahn. Wir treffen uns gleich mit Wakes. Ich bin echt so gespannt, weil das Ding ist, ich war schon sehr lange nicht mehr im Stadion. Ich glaube zuletzt irgendwie, als ich 14 war oder so. Ich war richtig jung auf jeden Fall, weil ich bin auch gar kein Pauli- oder HSV-Fan. Ich bin komplett unparteiisch. Aber ich war richtig gespannt, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Und das Ding ist, Pauli ist immer so, in den Derbys sind die irgendwie immer ein bisschen besser als HSV. Deswegen, ich tippe auf Pauli. Das Ding ist, wenn ihr das, ich wollte gerade sagen, ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren tippen, bevor ihr das Video seht. Aber das Ergebnis ist ja schon längst raus, wenn das Video hochgeladen ist. Deswegen, ich bin gespannt. Wir treffen uns jetzt auf jeden Fall erstmal mit Wakes. Und dann sehen wir weiter. Es ist auch so krankes Wetter, ne? Ich glaube, man sieht es. Das Wetter ist so krass crazy. So Leute, wir sind jetzt schon am Stadion angekommen. Mit dabei habe ich Wakes Opa. Oh, scheiße. Wakes Opa. Dann habe ich nochmal Wakes persönlich am Start. Und Nike. Auch mit dabei von der Partie. Aber bevor wir reingehen, eine kurze Match-Prediction. Tim, was sagst du? HSV, Pauli? 2-1 HSV heute. 2-1 HSV. Ich sage 3-2. Pauli. Bisschen ganz leise sein. Nike. Nike, was sagst du? HSV Pauli heute? 3-1 HSV. 3-1 HSV. Oh, macht er gut. Macht er gut, macht er gut. Und du? Was sagst du? Was denn? HSV Pauli, was sagst du, Ergebnis heute? Ich sag 2-1 HSV. 2-1 HSV. Boah, alle sagen Sieg HSV. Ich sag, wird eine knappe Kiste. Ein gutes Fußballspiel geht nie ohne Currywurst. Deswegen erstmal eine Wurst holen. Ein schönes Glas Cola uns breit und dann gehen wir rein. Oder was sagst du? Kann man ein Fußballspiel ohne Currywurst genießen? Nee, das geht nicht. Mit Currywurst, so, ne? So, die Verstärkung ist jetzt am Start. Ja, Tim direkt mit reinhauen. Und Geschmackstest, 1 bis 10? Solide 5 von 10. Solide 5 von 10. Was sagst du zu deiner Wurst? Die werde ich gleich probieren. Hä? Die werde ich gleich probieren. Mach mal live Geschmackstest. Super. Also Leute, wir sind jetzt auf unseren Plätzen. Die sind echt ganz cool. Das sind unsere Plätze. Wir haben eine super Sicht. Alles super. Da hinten der
Bälle immer mehr in die Partie rein. Rennst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! 1-0! Tor wurde zurückgepfiffen. Foul an HSV vorher. Ich probiere das jetzt an. Der Mann macht den VAR. Was kannst du erkennen? Yeah!
wieder da. Und wir haben noch 20 Minuten. Also nochmal kurzes Outro. War ein heftiges Spiel, geistkrankes Spiel, noch nie so ein heftiges Derby gesehen. 4-3, dazu krasse Tore etc. Also wirklich Hammer Spiel gewesen. Lasst Liebe da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, Leute. Wenn ihr sowas feiert, kommt es auf jeden Fall in nächster Zeit öfter. Und ich würde sagen, Leute, ich bin raus. Ciao, ciao.